Seitwärts über dem Nordpol, eine Retrospektive der Künstlerin Christiane Möbus hier im Sprengel-Museum Hannover in der großen Ausstellungshalle und im Kunstverein. Eine Retrospektive, die 50 Jahre künstlerische Arbeit zusammenfasst, von den frühen 70er Jahren bis 2021. Wir stehen hier vor der Arbeit und Sie können das hier lesen. Das Zentrum des Wassers kann den Mond nicht sehen. Dieser Text ist mit kleinen Perlen auf diesen Fallschirm geschrieben. Und diese Arbeit macht auch sehr deutlich, wie Christiane arbeitet, nämlich, dass es ein Umsortieren ist von Dingen, von Alltagsgegenständen, von Fundobjekten, die in einen neuen Zusammenhang gebracht werden und mit einem Text einen großen Assoziationsraum herstellen können. Hier gibt ein Beispiel auch aus den frühen 70er Jahren, ist dieses unnötige Verlöbnis der Frau Holle mit dem Schamanen, die Dokumentation, eine Performance, die in Braunschweig auf dem Nussberg stattgefunden hat und hier dokumentiert zu sehen ist. Hier sind Arbeiten aus der Sammlung des Sprengel-Museums Hannover mit Man kann ja nicht wissen oder auch Hin und wieder Vollmond. Anathea sagt, ihr Teddy ist gestorben. Und die große Arbeit hier in der Halle, nämlich Schneewittchen, ein völlig schwarz lackiertes Führerhaus eines MAN-LKWs mit einer Wolke, mit einer Tüllwolke, wo das Feste und das Große, das Dominante dieses LKWs mit dieser leichten Wolke in Zusammenhang gebracht wird. Und das Ganze heißt Schneewittchen. Nun haben wir hier das Schneewittchen. Im Kunstverein haben wir die sieben Zwerge. Das, was da fehlt, haben wir jetzt hier. Und Sie merken, da gibt es auch eine Verbindung zwischen Kunstverein und Sprengel-Museum. Viele Arbeiten, die im Kunstverein gezeigt werden, haben hier eine Entsprechung und umgekehrt, wie der Mond immer wieder Vollmond da auch vertreten ist oder auch eine Fotoarbeit, nämlich die Wanderdüne. Hier sind wir eigentlich in einem Bereich der 80er Jahre, da werden die Arbeiten etwas abstrakter, wie hier diese Arbeit ohne Hoffnung für Begrabene, was zunächst erstmal sehr minimalistisch, wie eine minimalistische Skulptur zu sehen ist und dann aber zu einem Gräberfeld wird. Hier werden sehr existenzielle Momente auch angesprochen, wie Tod, Erinnerung, Vergänglichkeit. Während in dieser Arbeit hier aus den frühen 70er Jahren, Just a Poem, auch nochmal deutlich wird, in welcher Situation war die Künstlerin eigentlich in den 70er Jahren. Das ist der Ausschnitt eines Lexikons, wo sie alle Namen politischer Größen rausgeschrieben hat und festgestellt hat, es gibt nur drei Frauen. Und diese 70er Jahre ist eine Zeit gewesen, wo sie in New York mit einem DAT-Stipendium gelebt hat. Das sieht man auch in dieser großen Arbeit Mississippi, auch eine Art Reiseperformance, die tatsächlich allerdings auch wirklich stattgefunden hat. Sie ist mit einem Greyhound-Bus den Mississippi von der Mündung bis zur Quelle hochgefahren. Das Ganze lässt sich nachvollziehen in Postkarten wie ein Tagebuch. Dann das Kriminalstück, eine große Arbeit, zwei Klaviertische, die zusammengesteckt sind, auf denen Hände aufgelegt sind. Das sind die Hände der Künstlerin. Ein Spieltisch, der erinnert an Kindheitsspiele und dann die große Giraffe, das höchste Tier, das höchste landlebende Tier, das hier in einem Balanceakt an der Decke hängt. Und für Christiane Möbus ist sehr wichtig, dass die Würde des Tieres in der Präsentation auch zur Geltung kommt. Denn Tiere oder die Arbeit mit Tieren, mit präparierten Tieren, wir haben hier zum Beispiel auch eine Nebelkrähe, ist ein Sinnbild für das Verhältnis von Natur, Zivilisation und Mensch. Dann Arc de Triomphe, in besonderer Weise eine Neuproduktion, die hier zu sehen ist. Und Sie sehen, da sind zwei Wände aneinander geschnürt, wie die beiden Corsagen, die dort mit den Kokosnüssen in Erscheinung treten. Die Ausstellung ist sicherlich ein Wahrnehmungsabenteuer, auf das man sich einlassen muss,
wo es einen spannenden Dialog gibt zwischen den Materialien, den Objekten und den Texten.